Ja, hey Leute und willkommen zu diesem Video. In diesem Video habe ich mir endlich mal gedacht, dass es wieder Zeit ist für einen Prank. Und zwar für einen Telefonprank. Denn das kam relativ lange nicht mehr auf meinem Kanal und ich hatte irgendwie wieder richtig Bock auf so einen Telefonprank. Und ich habe mir da sogar was richtig Witziges ausgedacht. By the way, es werden jetzt nicht nur Telefonpranks in nächster Zeit kommen. Ich werde mir jetzt auch versuchen, ein paar andere Pranks zu machen. Vielleicht auch Straßenpranks. Lass mich überraschen, weil ich vielleicht mit ein paar anderen noch ein paar Straßenpranks machen oder halt noch irgendwie andere Pranks, auf jeden Fall nicht nur Telefonpranks. Heute kommt jetzt aber noch ein Telefonprank und wie gesagt, ich habe da was Cooles überlegt und zwar werde ich eine Freundin von mir pranken, dass ich auf ältere Frauen stehe. Sagen wir mal so Frauen im Alter von 40, 50, so versteht ihr. Damit möchte ich sie pranken und ich will mal gucken, wie sie reagiert. Ich hoffe mal, es funktioniert. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, wir beginnen auch jetzt schon direkt mit dem Prank. Let's go. Kathi? Was? Hast du kurz Zeit? Ja. Wie lange? Keine Ahnung, 5 Minuten, ich muss dann lernen. 5 Minuten? Ja, ich muss dir auf jeden Fall was sagen, okay? Oh, jetzt kommt's. Nein. Das ist vielleicht auch ein bisschen peinlich, so ich muss jetzt nicht mit dir darüber reden soll, ne? Okay. Du lachst schon so ein bisschen. Ja, keine Ahnung, was du jetzt gerade denkst. Auf jeden Fall. Ja. Das ist irgendwie voll komisch, so, weil. Was sagst du einfach, Niklas? Ich war letztens mit ein paar Freunden in der Stadt, ne? Mhm. Und ein Kumpel hat so eine ältere Frau da bei Maggis gesehen. Ich glaube, die war so im Alter von. Hört mir doch zu? Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, die war so im Alter von 40 bis 50. Naja, das ist jetzt auch nicht. Scheiße. Das ist voll peinlich eigentlich für mich, weil du sagst. Oh, Niklas, sag's einfach. Ich will das irgendwie nicht sagen, das ist einfach so komisch für mich. Ja, du willst was von dir, oder was? Ich fand die attraktiv. Guck mal, ich dachte, ich so lachst nicht so und jetzt lachst du. Keine Ahnung, was soll ich jetzt mal bei der. Was soll ich mir jetzt dabei denken? Ja, es ist voll komisch, wenn 14-Jähriger was von. 14-Jähriger was von der 40-Jährigen will. Ja. Stell dir das mal bildlich vor. Ja, keine Ahnung. Das Ding ist halt so. Du musst eine Scheiße neben der erwachsenen Frau. Ja, ich hab dann so zu einem Kumpel gefragt. Warum lachst du? Das ist. Guck mal, das ist so voll kacke für mich gerade. Ich weiß. Ja, anscheinend ja nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass du was von der älteren Dame willst. Das ist ja. Was würdest du denken, wenn du jetzt so einen 60-jährigen Mann im Bagger siehst und. Ja, das ist irgendwie so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Mann, da muss man eine coole Familie haben, so 2 Enkelkinder. Und Mann, nee, wer ist. Ja, keine Ahnung. Ich fand die Frau irgendwie attraktiv und da habe ich halt gemerkt, so, ich habe dann halt auch in Google so nach MILFs gesucht. Was hast du dann so gegoogelt? Ja, wie viel soll Altersunterschied sein, wenn man einen Sohn attraktiv findet? Was? Ja, auf jeden Fall, ich wusste ja, dass ich bei so einer älteren Frau keine Chance habe. Wahrscheinlich hast du so gegoogelt. Was ist normal? Nein, ich habe danach so. Es gibt ja auch so Pornoseiten. Nein, hast du nicht. Doch, Mann, das ist voll peinlich. Hast du dir ein Porno angesehen oder was? Ja. Lachst du mir jetzt aus? Ich sag das peinlich. Das ist so abnormal irgendwie gerade. So ein 14-Jähriger sitzt so vom Bett
75 Pornos von alten Menschen. Nicht vom Laptop. Vom Computer. Handy. Guck mal, warum lachst du jetzt? Ja, wenn... Es ist richtig komisch, wenn du mir das jetzt so erzählst, nur weil du eine hübsche, ältere Person im Magazin gesehen hast und du mal gleich zum Googlen so anfängst und am Handy dann nur gebrannt siehst von älteren Menschen. Ja, was... Wegen der Name im Maggie. Das war voll komisch, ich weiß auch nicht, das ist so, da habe ich halt gemerkt, so, dass es halt so was Falsches mit mir ist, so. Was machst du gerade? Du bist so gerade in einer sehr pubertären Phase, oder? Ja, keine Ahnung, was mit mir los ist, Mann. Gehört das vielleicht zur pubertären Phase dazu, dass man auf ältere steht? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin auch kein Therapeut, sorry. Ja, okay, pass auf. Was würdest du machen, wenn du jetzt so einen 50-jährigen Mädel siehst und du den attraktiv findest? Passieren, das weiß ich, weil ich nicht auf so ältere stehe, auf so viel ältere, so viel, maximal 4 Jahre älter, aber nicht mehr. Oh Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das könnte mein Opa sein. Ja, ja und, aber wenn der Opa geil ist? Ganz ehrlich, es gibt heutzutage keine anderen Gründe mehr. Und pass auf, warte ganz kurz. Es sagen ja auch manche, dass das Alter keine Rolle spielt. Ja. Also, dann kann ich ja mit Frauen so im Alter von 40 irgendwie eher zusammen sein. Nein. Warum nein? Ich hab das sogar schon mal, guck mal, ich hab sogar schon mal im Fernsehen sowas gesehen. Die haben, glaube ich, so ein 7-Jähriger mit einem, ein 7-jähriges Mädchen mit einem 60-Jährigen verkoppelt. Das geht nicht. Ja, aber wieso machen, warum geht das in Deutschland nicht? Weil das, ja, es gibt doch Länder, da werden die mit 10 schon verheiratet und so ein Scheiß. Aber ich kann es ja auch nicht erklären, warum das nicht geht, aber es ist einfach so von der, ja, keine Ahnung. Weil ich habe dir noch nicht ganz die Geschichte mit dem MILFs und dem Pornosoll erzählt. Ja, ich weiß. Es ist normal. Würdest du deine Oma daten? Nein, aber das ist so... Ich hab halt... Naja, als ich mir den Porno angeguckt hab, ich fand das halt schon irgendwie geil. Vielleicht mal einen Ständer bekommen oder was? Von so einer heißen Oma. Junge, Mann. Kathi, als ob ich das gerade erst meine. Ich mache einen Prank für YouTube. Ach, halt mal. Hä, ist das nicht witzig? Ah, ich jetzt lerne, tschüss. Willst du nichts mehr sagen in die Kamera oder so? Ja. Gebt einen Daumen nach oben. Und lass mich lernen. Ja, dann viel Spaß beim Lernen, Kathi. What the fuck, Alter? Das war ja mal das Komischste, was ich je in einem Telefonat gesagt habe, Alter. Auf jeden Fall, wenn euch der Prank gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Ihr wisst, was positive Bewertung für mich heißt. Positive Bewertung heißt einfach für mich ein Like unter diesem Video. Das freut mich halt einfach mega zu sehen, wenn euch die Videos gefallen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und ja, Leute, bis zum nächsten Video. Ciao. Niklas, ich kann nicht lernen. Weißt du warum? Weißt du, an was ich jetzt denken muss? Weißt du es? Scheiße. Wie kommst du auf so etwas? Ohne Scheiß.